Moment, ich tue das auch gerade. Der heutige Vortragende muss eigentlich in Augsburg und speziell auch in dieser Reihe nicht vorgestellt werden. Ich tue das trotzdem pro forma und ich tue es auch deswegen sehr gerne, weil Hubert Zapf seit über viele Jahre hinweg Mitveranstalter dieser Ringvorlesung, nicht nur dieser, aber eben auch dieser gewesen ist und weil ich ihm an dieser Stelle dafür auch nochmal ganz herzlich danken möchte und auch dafür, dass er dieser Ringvorlesung die Treue hält und heute wieder mit dabei ist. Ein paar Daten und Informationen zu Hubert Zapf. Er hat in Regensburg und in Würzburg studiert. Er war dann längere Zeit an der Universität in Paderborn, wo er promoviert und habilitiert wurde und ist dann sehr schnell 1991 nach Augsburg auf den Lehrstuhl für Amerikanistik berufen worden, den er bis zum Jahr 2018 inne hatte. Hubert Zapf ist unter anderem Mitherausgeber von Anglia, einer der wichtigsten Zeitschriften seines Faches. Er hatte zahlreiche Gastprofessuren inne in Europa und in den USA. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich einmal des amerikanischen Romans, des modernen englischen Dramas. Er hat Standardwerke geschrieben zur angloamerikanischen Literaturtheorie und eine amerikanische Literaturgeschichte herausgegeben, vielfach aufgelegt. Das sind alles Schwerpunkte seiner Forschung. Einen gewissen Einschnitt, würde ich sagen, hat die Veröffentlichung seines Buches Literatur als kulturelle Ökologie bedeutet im Jahr 2002, womit er im Grunde ein ganz neues Forschungsparadigma kreiert hat, das er in der Folgezeit, also in den letzten 20 Jahren, sehr intensiv zusammen mit anderen bearbeitet hat. Er hat dazu sehr früh auch eine Forschungsgruppe initiiert, und ist seit 2015 auch der Co-Direktor des interdisziplinären Forschungsbereiches Environmental Humanities am Wissenschaftszentrum Umwelt an der Uni Augsburg. Dieses Zentrum hat vor kurzem auch ein internationales Doktorandenkolleg bewilligt bekommen, ist also in seiner Forschungsaktivität noch einmal gesteigert worden. Man könnte noch vieles über ihn sagen. Die meisten von Ihnen werden ihn aber ohnehin kennen. Deswegen will ich es dabei belassen. Vielleicht nur zur Erinnerung, der letzte Vortrag, den Hubert Zapf gehalten hat in dieser Reihe, war zu Walt Whitman, dem wahrscheinlich wichtigsten amerikanischen Lyriker männlichen Geschlechts. Und heute, glaube ich, gibt es eine Art Ergänzung, ein Diptychon zu Emily Dickinson, der vermutlich wichtigsten Lyrikerin in den USA. Und wir werden uns also heute mit den Gedichten von Emily Dickinson beschäftigen und werden hören, was Hubert Zapf dazu zu sagen hat, worauf ich mich schon sehr freue. Robert, du hast das Wort, bitte. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlichen Dank, lieber Günther, für diese überaus freundliche Einführung. Ich finde es gut und auch natürlich an Katja Sarkowski übrigens, dass sie diese Einladung zur heutigen Ringvorlesung an mich ausgesprochen hat und auch an alle, die an der technischen Vorbereitung beteiligt waren und es ermöglicht haben, dass wir eben jetzt auch digital die Ringvorlesung weiterführen können. Auch unter Pandemiebedingungen, wobei ich sagen muss, dass ich mich schon darauf freue, wenn die Ringvorlesung wieder in gewohnter Präsenzform stattfinden kann. Dennoch ist das natürlich sehr erfreulich, dass wir das auf diese Weise weiterführen können. Emily Dickinson ist ein besonders bemerkenswertes Beispiel für das in der Literaturgeschichte wiederkehrende Phänomen, dass große Werke der Literatur, die der Gegenstand dieser Ringvorlesung sind, nicht zu Lebzeiten ihrer Autorinnen als solche erkannt, sondern erst in der Langzeitrezeption der Literaturwissenschaft sowie ihrer Leserschaft entsprechend gewürdigt werden. Inzwischen ist Dickinson zu einer Ikone und Kultfigur einer eigenständigen experimentellen Lyrik geworden, die trotz
oder gerade wegen ihres idiosynkratischen Stils ständig an Geltung und Aktualität gewonnen hat. Angesichts der Vielseitigkeit und Mehrdeutigkeit ihrer Werke versteht es sich von selbst, dass ich hier nur einige skizzenhafte Annäherungsversuche an diese Autorin unternehmen kann, die umso rätselhafter wird, je mehr man sich mit ihr beschäftigt. Ich werde in meinem Vortrag folgendermaßen vorgehen. Zunächst zeichne ich kurz die Editions- und Rezeptionsgeschichte ihrer Gedichte nach, an der implizit bereits verschiedene Zugänge zu ihrem Werk deutlich werden. Danach schließen sich einige kurze Bemerkungen über Dickens' Leben an, ehe ich ausgewählte Themen und Deutungsansätze diskutiere und an einzelnen Gedichtbeispielen illustriere. Zunächst zu Punkt 1. Die posthum einsetzende Anerkennung von Dickinson als großer Autorin und ihr stets wachsender Nachruhm erfolgte in verschiedenen Phasen. Die erste Phase war eng verflochten mit der Familiengeschichte der Dickinsons, deren Zentrum in Amherst, Massachusetts lag. Zu Emilys Lebzeiten waren nur etwa 10 ihrer 1800 Gedichte publiziert worden. Nach ihrem Tod fand ihre Schwester Lavinia in Emilys Nachlass zahlreiche in kleinen, zusammengenähten Geheften gesammelte Gedichte, die sogenannten Fascicles, und übergab sie zur Veröffentlichung an Mabel Loomis Todd, Schriftstellerin und langjährige Geliebte von Emilys Bruder Austin, und an Thomas Wentworth Higginson, einen mit Dickinson befreundeten Mentor und Literaturkritiker. Die beiden gaben 1890 den ersten Band der Poems heraus, dem bis 1896 zwei weitere folgten und die kurz nach dem Tod der Autorin bereits beachtliche Resonanz in der breiteren Öffentlichkeit fanden. Auf der Folie sehen Sie links eine Ausgabe der Briefe von Austin Dickinson und Mabel Loomis Todd, vor kurzem erst erschienen, Massachusetts University Press, mit dem Titel »The Amherst Affair«. Daneben das Cover der ersten Ausgabe der Gedichte von Emily Dickinson 1890. Daneben Thomas Wentworth Higginson und Emilys Schwester Lavinia rechts. Sorry, das muss jetzt erstmal noch darauf bezogen bleiben. Allerdings nahmen Todd und Higginson starke Eingriffe in die Texte vor, vor allem in ihre ungewöhnliche Reimform, Syntax und Schreibweise, um sie so an konventionelle Publikumserwartungen anzupassen. Mabel Todd und Higginson waren sich über diese editorische Glättung der Texte zunehmend uneins. Zudem gerieten Mabel und Dickinsons Schwester Lavinia, die nur im Besitz je eines Teils der hinterlassenen Gedichte waren, in einen Rechtsstreit, der die weitere Publikationsgeschichte verzögerte. Erst einige Jahrzehnte später brachten daher Emilys Nichte Martha Dickinson Yankee sowie Mabels Tochter Millicent Todd aus Beständen dieser beiden Sammlungen in den 1920er und 30er Jahren zusätzliche, miteinander konkurrierende Editionen heraus und positionierten sich als weitere durch Familienbande autorisierte Herausgeberinnenfiguren. So ergibt sich das Bild einer frühen Editionsgeschichte, die durchaus zur Popularisierung der Gedichte beitrug, aber für eine so zurückgezogen lebende Autorin doch eher eine erstaunlich bewegte öffentliche Nachwirkung auslöste. Wer auf die Website der New England Historical Society geht, findet heute einen für dieses einstige Kernland des Puritanismus erstaunlich unpuritanischen Eintrag zu Mabel Todd, wie Sie auf der Folie sehen können. Mabel Loomis Todd, the adulteress who made Emily Dickinson famous. Und so weiter. Die zweite Phase der Rezeptionsgeschichte Dickinsons begann im Kontext der literarischen Moderne. Mit der Ausgabe von 1955 von Thomas A. Johnson, links oben im Cover, die sich der ursprünglichen Form der Gedichte annäherte, wurden ihre Werke erstmals primär in ihrer künstlerischen Statur gesehen. Ganz im Sinn der modernistischen Ästhetik wurden nun auch in der Literaturkritik die kühnen, formalen Innovationen der Autorin betont und wurde sie in eine Reihe mit anderen Autoren der Mitte des 19. Jahrhunderts in der sogenannten amerikanischen Renaissance, der American Renaissance, gestellt, zu denen
Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Herman Melville und Nathaniel Hawthorne in Mathesons Buch gehörten. F.O. Mathieson, der dieses Buch American Renaissance 1941 geschrieben hatte, in dem allerdings Dickinson noch nicht erwähnt wurde. Aber auch Johnsons Edition zeigte noch Spuren der früheren Glättungen. Die komplette Wiederherstellung von Dickinsons Gedichten in ihrer originalen Form und Diktion erfolgte dann erst 1998 mit der Ausgabe von R.W. Franklin. Der dritte Titel von links. Die dritte Phase der posthumen Würdigung Dickinsons ging einher mit dem Aufstieg der Women's Studies in den 1960er und 70er Jahren. Dabei wurde Dickinson in ihrer Rolle als marginalisierte, aber gerade aus ihrer gesellschaftlichen Ausgrenzung heraus produktive Autorin in den Blick gerückt. Maßgeblich war hier das einflussreiche Buch von Sandra Gilbert und Susan Gubar, The Mad Woman in the Attic, die Verrückte auf dem Dachboden, oder wo immer man das genau übersetzt. Darin deuteten Gilbert und Gubar die Verdrängung der Frau aus dem öffentlichen Diskurs als Symptom einer doppelbödigen kulturellen Praxis, die eben durch ihre gesellschaftliche Unsichtbarkeit subversive Freiräume kreativer weiblicher Selbstbehauptung ermöglichte. Dickinson galt als paradigmatisches Beispiel für diese These. Sie hatte sich nach der Schul- und Collegezeit zunehmend von der Außenwelt zurückgezogen und lebte nur noch in weiß gekleidet, die meiste Zeit in der oberen Etage ihres Elternhauses, von wo sie in umso intensiverer künstlerischer Produktivität ihre Gedichte schrieb. Dabei entwickelte sie einen hohen, ja unbedingten Anspruch an die eigene Kunst. Sie war beeindruckt von Percy Bysshe Shelleys Defense of Poetry, in der der englische Romantiker die Rolle des Dichters auf ein bis dahin unbekanntes Anspruchsniveau gehoben und ihn aufgrund seiner prägenden Rolle für Sprache, Denken und Kultur als unacknowledged legislator of the world, als nicht anerkannten Gesetzgeber der Welt bezeichnet hatte. Auch Dickinson ist im Verhältnis zu ihrer Dichtung, wie die vielen Revisionen ihrer Texte zeigen, unbeirrbar im Streben nach künstlerischer Selbstverwirklichung, in der sie zugleich die ganz persönlichen und alltäglichen Erfahrungen ihrer äußerlich engen, innerlich aber radikal entgrenzten und vielfältig ausdifferenzierten Lebenswelt verarbeitete. Und dies führt dann auch zur vierten, in die Gegenwart hereinreichenden Phase, in der Emily Dickinson im Licht verschiedener sich überlagernder Deutungsansätze betrachtet und aus der Sicht von biografischen, religiösen, philosophischen, intertextuellen, gender- und queer-orientierten oder literaturökologischen Perspektiven gelesen wurde und wird, ohne dass eine dieser Lesarten sich als dominante durchgesetzt hätte. Vielmehr spiegelt gerade die Pluralität der möglichen Zugänge die thematische und formale Vielgestaltigkeit ihres Werks, die zu ihrer weltweiten Anerkennung als eine der größten lyrischen Autorinnen überhaupt geführt hat. Diese Anerkennung zeigt sich auch in der kreativen Rezeption in anderen Medien und Kunstformen. So gibt es zahlreiche Liedvertonungen, von denen hier nur die von Aaron Copland, Nick Peros oder der Sängergruppe Modern Dickinson erwähnt seien. Sowie im Bereich der Avantgarde-Musik der französische Komponist Philippe Manoury, der 2003 in einem experimentellen Stück für Koloratur, Sopran, Chor und Orchester mit dem Titel Noon Texte Dickinsons zu den Tageszeiten Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht vertonte. In der bildenden Kunst sei genannt die Installation The Dinner Party von Judy Chicago aus den 70er Jahren, die dauerhaft im Brooklyn Art Museum ausgestellt ist und dort auch angesehen werden kann. In ihr sind prägende Frauenfiguren der Mythologie und Menschheitsgeschichte an einer Festtafel versammelt, von Ishtar zu Hildegard von Bingen, von Sappho zu Virginia Woolf, von Anne Hutchinson bis zu Emily Dickinson, deren gedecktem Platz an der Tafel Sie links unten auf der Folie sehen. Es gibt ferner die neueren Filme Acquired Passion von 2016 und Wild Nights with Emily von 2018, die die extremen Gegensätze zwischen Kontrolle und Leidenschaft, Disziplin und Emotion, Intellektualität und Erotik zum Ausdruck bringen, die Dickinsons Leben und Schreiben kennzeichnen und die auch die seit vergangenem Jahr laufende Fernsehserie Dickinson
bestimmen. Rechts unten. Damit komme ich zum nächsten Punkt einer kurzen biografischen Skizze der Autorin. Emily Dickinson lebte von 1830 bis 1886 und wurde im ländlichen Amherst, Massachusetts, in eine prominente, kalvinistisch geprägte Familie geboren. Der Großvater gründete das Amherst College als puritanisch geprägtes Gegenstück zur liberaleren Harvard University. Der Vater, oben in der Mitte, war politisch aktiv und zeitweise Kongressabgeordneter. Die Mutter, links oben, kam ebenfalls aus einer etablierten bürgerlichen Familie. Der schon erwähnte Bruder Austin war Anwalt und, wie bereits der Vater, zeitweise Schatzmeister des Amherst College. Emily wuchs im engen Kontakt zu Kirche und Religion auf, erhielt eine standesgemäße Bildung und entsprach zunächst den Erwartungen eines herkunftsadäquaten Lebenslaufs, auch wenn sie schon früh durch eigenständiges Denken und kritische Distanz zu den gängigen Orthodoxien der Zeit auffiel. In der Amherst Academy und dem Mount Holyoke Female Seminary, die sie besuchte, erhielt sie nicht nur Unterricht in Englisch, Latein und Philosophie, sondern auch in naturwissenschaftlichen Fächern wie Geologie, Astronomie, Botanik und Chemie. Sie war, wie sie ihrem Bruder einmal schrieb, all engrossed in the history of sulfuric acid, ganz eingetaucht in die Geschichte der Schwefelsäure. Ab dem Alter von 23 Jahren zog sie sich immer mehr von ihrer gesellschaftlichen Umwelt zurück und wohnte mit 30 wieder in ihrem Elternhaus, wo sie mit nur wenigen kurzen Unterbrechungen, etwa einer Reise mit dem Vater nach Washington und Philadelphia, ihr Leben in zunehmender Selbstisolation verbrachte. Über Bücher, Zeitschriften und eine überaus reiche Briefkorrespondenz nahm sie indessen durchaus stark am intellektuellen, kulturellen und literarischen Leben ihrer Zeit teil, während sie persönliche Kontakte zur Außenwelt zunehmend vermied und im Dachgeschoss ihres Elternhauses wie in einem selbstgewählten Exil lebte. Sie litt, wie zeitgenössische Beobachter meinten, an einer fortschreitenden Agoraphobie, verkehrte mit Gästen nur noch aus der Distanz, sprach mit ihnen teilweise nur noch durch die angelehnte Tür ihres Zimmers. Das einseitige Bild der pathologisch weltabgewandten Eremitin ist jedoch neuerdings deutlich korrigiert worden, und es wird nunmehr der andere bereits genannte Aspekt in den Vordergrund gerückt, nämlich der sehr ausgeprägte Austausch mit ihrer Zeit, die Vernetzung mit intellektuellen Kreisen und die intensive Kommunikation mit der Außenwelt, auch im ostentativen Rückzug vor der Gesellschaft. Innerhalb dieser zurückgezogenen Existenz war sie umso stärker, vor allem in drei verschiedenen Hinsichten, aktiv. Sie sehen das auf der Folie dann. Zum Ersten, und dies wird oft eher ausgeblendet, war dies die Familie und der Haushalt, in der sie über die Jahrzehnte hinweg als Schwester, Tochter, Köchin und Pflegerin eine unverzichtbare Präsenz war. In der Mitte sehen Sie ihr handschriftliches Rezept für einen Black Cake, einen Schokoladekuchen, der vergangenen Dezember zum Geburtstag der Autorin bei einer Celebration of Poetry and Cake in der Harvard Library nachgebacken wurde. Und der offensichtlich sehr schwer ist, also sehr voll von Süßigkeiten, auch wiederum sehr unpuritanisch, also nicht asketisch. Sie übernahm die Verantwortung für die Betreuung kranker Familienmitglieder, vor allem ihrer Mutter, die über 20 Jahre im Krankenbett lag und nach einem Schlaganfall die letzten Jahre halbseitig gelähmt war. Krankheit und Tod ihr nahestehender Menschen waren prägende Erfahrungen in diesem persönlichen Bereich. Der Verlust von Freunden und Familienmitgliedern, auf den sie mit chronischen Symptomen von Kopfschmerzen und Übelkeit reagierte und der nicht zufällig eines ihrer poetischen Hauptthemen ist. Ein gutes Verhältnis pflegte sie dabei zu ihren Geschwistern Lavinia und Austin und insbesondere zur Frau ihres Bruders Susan Huntington Dickinson. Rechts oben, man kann sie jetzt, glaube ich, nicht so gut sehen, aufgrund der Bildüberlappung. Susan Huntington Dickinson, mit der sie in engem Austausch über ihre Gedichte stand und mit der sie eine teilweise tägliche, leidenschaftliche Briefkorrespondenz führte, obwohl sie eigentlich über die Straße hinweg im nächsten Haus wohnte. Inmitten ihrer viktorianischen Enklave war Dickinsons Gefühls- und Beziehungsleben viel reicher und intensiver als lange Zeit vermutet und als es vor allem auch mit ihrem anfangs verbreiteten Bild als weltferner, asexueller Spinster-Poet
nahegelegt wurde. Des Weiteren nutzte Dickinson ihren Rückzug von der Gesellschaft für eine umso engere Beziehung zur Natur, die sie sowohl in ihrem Garten als auch bei Spaziergängen in die nahegelegene Umgebung auslebte. Sie war eine passionierte Gärtnerin, züchtete Gemüse, Obst und Blumen und ließ sich dadurch zu ihrer Dichtung inspirieren, wie Martha McDowell in ihrem Buch Emily Dickinsons Gardening Life herausstellt. Die Pflanzen des Gartens und der näheren Umgebung sammelte sie in einem eigenen Herbarium, das erst neuerdings die größere Aufmerksamkeit der Kritiker fand und von dem Sie ein Blatt links auf der Folie sehen. In ihrem sorgfältigen und zugleich ästhetischen Arrangement von 424 regional wachsenden Pflanzenarten zeugt diese beeindruckende Sammlung von einer Verbindung persönlicher Naturbegegnung mit der zeitgenössischen Botanik als eine Art von poetischer Citizen Science, würde man heute sagen, von einer gegenseitigen Befruchtung von Erfahrung, Wissenschaft und Poesie, wie sie auch in anderer Hinsicht bei Dickinson charakteristisch ist. Das Herbarium wird in der Houghton Library in Harvard aufbewahrt und ist zu fragil, um selbst von Experten angesehen zu werden. Es ist aber stattdessen komplett digitalisiert, ein unbezweifelbarer Wert also der Digital Humanities, und kann unter der Website der Houghton Library im Open Access eingesehen werden. Der dritte Bereich, in dem die Paradoxie von äußerem Rückzug und imaginativer Selbsterweiterung in Dickinsons Leben in besonderem Maß wirksam wurde, war der Bereich der Bücher, der Intellektualität und vor allem der poetischen Imagination, in der sie all ihre Erfahrungen und Energien in konzentrierter Form zum Ausdruck brachte. Über ihre Lektüre und ihre ausführliche Briefkorrespondenz, die erst neuerdings die ihr gebührende Beachtung fand, war sie im ständigen Austausch mit den intellektuellen, kulturellen und literarischen Entwicklungen ihrer Zeit. Dazu einschlägig das Buch rechts auf der Folie von Richard Brantley, Emily Dickinsons Rich Conversation Poetry, Philosophy, Science. Von der Bibel zu Shakespeare, von der englischen Romantik zum amerikanischen Transzendentalismus reicht dieses Spektrum der literarischen Einflüsse, die sich in ihrer Lyrik zu völlig neuen Ausdrucks- und Kommunikationsformen verdichteten. Damit komme ich dann auch schon zum eigentlichen Hauptteil des Vortrags, den Themen, Texten und Deutungsansätzen, mit denen ihr Werk in einigen seiner charakteristischen Merkmale beleuchtet werden soll. Die Technik der Verdichtung und Auslassung resultiert bei Dickinson in einer Art minimalistischen Poetik, in der jedes kleinste Zeichen zum Aktanten ermächtigt und in seiner Bedeutung potenziert wird. Und doch steht diese radikale Erkundung der Grenzen des Sagbaren, wie Günther Arends dies genannt hat, zugleich im Kontext der existenziellen Reflexion über zentrale Lebensthemen des Menschen im Spannungsfeld von Selbst und Gesellschaft, Geist und Körper, Kultur und Natur, Eros und Thanatos. Eines dieser zentralen Themen ist der Tod, der in ihrem Leben eine wiederkehrende, traumatisierende Erfahrung war. Um ihn kreisen viele ihrer Gedichte als der größten Herausforderung für jede Verheißung von Sinn, die von Religion, Philosophie, zwischenmenschlichen Beziehungen und persönlicher Lebensgestaltung ausgeht. In dieser Hinsicht ist ihre Thanatopoetik mit der von Edgar Allan Poe vergleichbar. Insofern sie wie bei diesem die Grenzerfahrung des Todes zentral in die poetische Reflexion des Lebens hereinnimmt. Wie bei Poe verbinden sich dabei spirituelle mit physisch-körperlichen Aspekten, Gothic Elements mit dem Streben nach einer letztlich unzugänglich bleibenden Transzendenz. Lassen Sie mich dies an einem bekannten Gedicht etwas näher beleuchten. Sie haben es auf dem Handout bzw. in der Folie abgedruckt. I heard a fly buzz when I died. The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaves of storm. The eyes around had wrung them dry, and breaths were gathering firm for that last onset when the king be witnessed in the room. I willed my keepsakes,
signed away what portion of me be assignable. And then it was there interposed a fly with blue, uncertain, stumbling buzz between the light and me. And then the windows failed, and then I could not see to see. Ich hörte eine Fliege summen, als ich starb. Die Stille im Raum war wie die Stille in der Luft zwischen dem Brausen des Sturms. Die Augen rings schon ausgerungen, der Atem sammelt sich schwer für den letzten Akt, wenn der König erscheint im Raum. Ich regelte mein Erbe, vermachte, was von mir zu vermachen war. Und dann geschah es, dass die Fliege dazwischen kam, mit blauem, taumelndem Gebrumm, zwischen das Licht und mich. Und dann versagten die Fenster, und dann verlor mein Sehen die Sicht. Man sieht hier, dass solche Gedichte eigentlich unübersetzbar sind. Das gilt im Prinzip für Lyrik generell. Ich habe mich angelehnt an die Übersetzung von Werner Koppenfels in der zweisprachigen Ausgabe. Die ist, nähert sich dem Unmöglichen einigermaßen plausibel an. Aber man muss dann doch immer wieder auf den Originaltext zurückkommen. Das Gedicht besteht aus 4 Strophen von je 4 Zeilen in alternierenden 4- und 3-hebigen Jamben und folgt damit, wie viele Gedichte Dickinsons, dem Grundmuster eines protestantischen Kirchenlieds. Dadurch stiftet es einen äußeren Eindruck von formaler Ordnung und Kontrolle, dem indessen die innere Krisenerfahrung widerspricht, die der Text vermittelt und die sich als Drama von Chaos und existenziellem Kontrollverlust im Angesicht des Todes darstellt. Aus der realistisch unmöglichen, nur in der Imagination zugänglichen Perspektive des auf sein eigenes Sterben zurückblickenden poetischen Ichs imaginiert das Gedicht den Moment des Übergangs zwischen Leben und Tod als extreme Grenzerfahrung zwischen äußerer und innerer Welt, Gesellschaft und Subjekt, diesseits und jenseits, zwischen dem Drang nach transzendenter Erkenntnis und der unüberwindlichen Grenze, die die Immanenz körperlich-kreatürlichen Daseins solcher Erkenntnis setzt. Genau in dem Moment, als die sterbende Person, umgeben von den trauernden Angehörigen, sich mit aller Konzentration auf den Einblick in eine höhere Welt vorbereitet, wird die Szene vom störenden Summen einer Fliege unterbrochen, die sich offensichtlich selbst in der letzten ermatteten Phase ihres Lebens befindet. Der viktorianische Zeitkontext einer religiösen Erlösungserwartung, von dem Dickinson seit ihrer Kindheit geprägt war, wird hier einerseits aufgerufen und mit fast halluzinatorischer Inbrunst beschworen. And breaths were gathering firm for that last onset, when the king we witnessed in the room. Andererseits schlägt der erwartete Höhepunkt, auf den das Geschehen zusteuert, in die unerwartete Antiklimax um, die das Summen der Fliegen bedeutet, wo die das Sublime ins Banale, die Zuversicht in Verwirrung, die Sprache ins Geräusch, das Licht ins Dunkel kippen lässt. And then the windows failed, and then I could not see to see. In zeitlicher Umstellung des Geschehens eröffnet der Text onomatopoetisch mit dem Störgerausch Buzz, das von vornherein die erinnerte Szene bestimmt. Und die Gegenläufigkeit von Sinnerwartung und Sinnverweigerung, Erhabenheit und Alltagserfahrung, aber auch von Auge und Ohr ins Gedicht einschreibt. Das Auge als kulturell privilegiertes Erkenntnisorgan, das mit Licht und Sichtbarkeit assoziiert ist, wird verdunkelt vom Geräusch der unscheinbaren Kreatur, die in ihrer vergeblichen Fluganstrengung analog zur Sprecherin der eigenen Gebrechlichkeit ausgeliefert ist. Dichtung als Noise of Culture, als Störung gewohnter Kommunikationsformen, wie sie einige Literaturtheorien beschreiben, wird hier gewissermaßen hörbar, indem sie kulturelle Erwartungen radikal verfremdet und das scheinbar Marginale ins Zentrum der poetischen Sinnsuche hereinnimmt. Diese kognitive Dissonanz entbehrt in Dickinsons Gedicht bei allem existenziellen Ernst nicht einer gewissen grotesken Komik. Insofern der Sturm, der vom Paradies her weht, zur schwachen Vibration der Luft wird, die die unbeholfenen Bewegungen der Fliege erzeugen. With blue, uncertain, stumbling buzz. Wobei in dieser synästhetischen Wendung äußeres und inneres Auge und Ohr in unsicherer Suchbewegung ineinanderfallen,
und zugleich die Parallele zwischen dem menschlichen und dem nichtmenschlichen Akteur in diesem mikrokosmischen poetischen Endzeitdrama deutlich wird. Wir sehen hier einige der bereits genannten charakteristischen Merkmale von Dickinsons Dichtung. Die minimalistische Poetik, in der jedes kleinste Zeichen textbestimmende Bedeutung gewinnt, die ungewohnte Großschreibung, die einzelne Wörter als Aktanten besonders hervorhebt, die berühmten Dashes, die Gedankenstriche, die den Lesefluss immer wieder unterbrechen und verlangsamen. Das Spektrum, in dem sich die Deutung dieses Textes bewegen, reicht von einer traditionellen religiösen Lesart, nach der die Fliege ein Botschafter des Teufels ist, ein Emissary of Satan, wie ein Kritiker das nannte, der sich zwischen Erzählerin und ihren Erlösungswunsch drängt, oder allgemein ein Symbol der Unterwelt und des Todes, bis hin zu einer ökologischen Lesart, nach der in der Parallele zwischen Sprecherin und Fliege die Erfahrung geteilter Kreatürlichkeit im Mittelpunkt steht und so die Zugehörigkeit des Menschen zur mehr als menschlichen Welt aller Lebewesen vermittelt wird. Ein weiteres berühmtes Gedicht von Dickinsons Thanatopoetik, auf das ich hier nicht näher eingehen kann, das ich aber immerhin kurz erwähnen möchte, ist »Because I could not stop for death, he kindly stopped for me«. In dem sechsstrophigen Gedicht geht es um eine Reise mit der Kutsche, bei der die Sprecherin vom Tod abgeholt wird, durch vertraute Landschaften von der Kindheit ins Erwachsenenalter unterwegs ist und bei hereinbrechendem Abend in eine immer unbekanntere Gegend bis zu einem Haus gelangt, das sich unter der Erde befindet. Ich lese nur die erste und letzte Strophe. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held just ourselves and immortality. Since then it is centuries and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity. Da ich für den Tod nicht halten konnte, war er so freundlich und hielt für mich. Die Kutsche trug uns beide nur und die Unsterblichkeit. Seitdem ist es Jahrhunderte und doch fühlt es sich kürzer an als der Tag, da ich erstmals ahnte, mein Gespann hielt Kurs auf Ewigkeit. Es handelt sich um einen Descensus ad Inferos, eine Reise in die Unterwelt, eine imaginäre Anderswelt, die indessen nicht an einem bestimmten Ort endet, sondern in der die Sprecherin aus dem Rückblick von Jahrhunderten erkennt, the horse's heads were toward eternity. Eine paradoxe Grundbewegung also, in der das Versinken im Grab zugleich als Aufbruch ins Unendliche erscheint. Als kleine, auch für sprachwissenschaftliche Zugänge interessante Anmerkung sei dabei erwähnt, dass dieses Gedicht in einem der einflussreichsten Bücher zur Metapherntheorie, Metaphors We Live By, von George Lakoff und Mark Johnson, ausführlich besprochen wird als poetische Version der kulturell grundlegenden Metapher Life is a Journey. Diese im Alltag stark verbreitete Metapher wird bei Dickinson in einen komplexen poetischen Transformationsprozess eingebunden, in dem die physisch körperbezogene Grundlage der Metapher, die Lakoff und Johnson betonen, ins Metaphysische erweitert und Zeit und Raum eigentümlich entgrenzt werden. Die Lebensreise wird zur imaginären Zeitreise, in der im Rückblick die Jahrhunderte zusammenschrumpfen und kürzer erscheinen als der Tag, an dem die Sprecherin sich erstmals der Unendlichkeit ihrer Reise bewusst wird. Damit komme ich zum nächsten thematischen Feld. Dickinson geht aber nicht nur im Hinblick auf Tod, Religion und Transzendenz über die Grenzen von Sprache und kulturellen Konventionen hinaus. Eine Reihe ihrer Gedichte ist auch geprägt von einer transgressiven Energie, einer Bildlichkeit von Eruption und Exzess, die sich oft unterschwellig in der Darstellung scheinbar alltäglicher Situationen verbirgt, teilweise aber auch unmittelbar an die Oberfläche gelangt. Die Metapher des Vulkans wurde in diesem Zusammenhang öfter mit ihrer Dichtung assoziiert, so beispielsweise von Adrienne Rich, der feministischen amerikanischen Autorin, die darin Dickinsons Kraft des Ausbruchs aus überlieferten Geschlechterrollen sah, etwa in dem Gedicht »The Still Volcano Life«,
in dem die Kräfte von Explosion und Kontrolle wiederum in paradoxer, extrem spannungsreicher Weise zusammengebracht werden. Diese Dimension blieb wohl durchaus nicht, wie lange gedacht, nur auf die Imagination beschränkt. Vor allem die Briefe an ihre Schwägerin Susan, die in dem Band Open Me Carefully Emily Dickinsons Intimate Letters to Susan Huntington Dickinson von 1998 gesammelt sind, sind sie in der Mitte der Folie, geben zur Annahme einer lesbischen Beziehung zwischen den beiden Anlass, die unter anderem auch den Film Wild Nights with Emily und der darauf aufbauenden Fernsehserie Dickinson zugrunde liegt. In einem dieser Briefe kann sie die Ankunft von Susan kaum erwarten, wobei die spielerische Vertauschung weiblicher und männlicher Anredefiguren ins Auge fällt und durchaus auch sonst bei Dickinson vorkommt. Susie, will you indeed come home next Saturday and kiss me as you used to? Why, Susie, it seems to me as if my absent lover was coming home so soon and my heart must be so busy making ready for him. In den Gedichten wird diese transgressive erotische Energie etwa in dem kurzen Vierzeiler offenkundig, Nummer 1513, haben Sie links oben, indem die Sprecherin der Aufforderung zum kollektiven Mitreisen ihre eigene ekstatische Lebensreise entgegensetzt. Go traveling with us. Her travels daily be by routes of ecstasy to evening's sea. Wiederum findet die Metapher Life is a journey Verwendung, die Dickinson hier auf ihre ganz alltägliche, in der Distanz zur Gesellschaft definierte Existenzform anwendet. Wohl eines der berühmtesten Beispiele für diese Polarität von Distanz und Exzess ist das Gedicht Nummer 249, Wild Nights. Wild Nights, where I with thee, Wild Nights should be our luxury. Futile the winds to a heart in port. Done with the compass, done with the chart. Rowing in Eden, ah, the sea. Might about moor tonight in thee. Wilde Nächte, wär ich bei dir, wilde Nächte würden uns Elixier. Vergeblich die Winde, das Herz liegt im Hafen, braucht keinen Kompass, braucht keine Karten. Rudern in Eden, ach, das Meer, dürfte ich doch ankern heute Nacht in dir. Die Turbulenz des erotisch aufgeladenen Innenlebens wird hier in dem dreifach in der ersten Strophe wiederholten Wild Nights betont, das gegenüber der begrenzenden Ordnung des Tages entgrenzte Leidenschaft evoziert und mit den Assonanzen von Might und Tonight auch in der vierten Strophe nachwirkt. Gegenläufig zu diesem Motiv stürmischer Erregung zieht sich der langgezogene helle I-Laut als Marker einer sehnsuchtsvoll gedehnten Zeiterfahrung von Thee, Be und Luxury in der ersten Strophe zu Eden, Ah, the Sea und dem abschließend wieder aufgenommenen Thee in der letzten Strophe. Die Wild Nights finden nur im Konjunktiv aus der Distanz statt. Sie bilden den Gegenpol zur mittleren Strophe, in der die Situation der Sprecherin mit einer Motivik der emotionalen Abschirmung vor Gefahr, aber auch der Unzugänglichkeit jenes offenen Raums des Abenteuers und der Erfahrung des Unbekannten beschrieben wird, der mit dem Meer verbunden ist. In der dritten Strophe findet denn auch eine interessante Verlangsamung und Bildverschiebung statt, indem die stürmische See zu einem ruhigen, paradiesischen Gewässer wird, in dessen Rhythmus sich das poetische Ich, wenn auch nur in der Imagination, mit dem geliebten Du vereinigt, das mit dem langgezogenen Wie den offenen, unbestimmt nachhallenden Schlusston des Gedichts bildet. Dichtung ist für Emily Dickinson aber nicht nur sinnlich-emotionales Erfahrungs- und Erlebnismedium oder die Erkundung religiös-existenzieller Grenzerfahrungen, sondern auch Erkenntnismedium. Ein ständiger Versuch, auf ästhetischem Weg zugleich der Wahrheit näher zu kommen. Diese Suche ist radikal, obwohl sie letztlich stets unerfüllt bleibt. Sie bezieht das Wissen ihrer Zeit, einschließlich der Wissenschaft, ein und überschreitet es gleichzeitig gemäß dem Diktum von Shelleys Defense of Poetry,
Poetry is at once the center and circumference of knowledge. It is that which comprehends all science and that to which all science must be referred. Dichtung also ist zugleich das Zentrum und der Umfang alles Wissens. Sie ist das, was alle Wissenschaft umgreift und worauf sich alle Wissenschaft beziehen muss. Allerdings ist diese Wahrheit, so Dickinson, nur perspektivisch zu gewinnen, in indirekter Annäherung. Ansonsten wäre sie in ihrem ungebrochenen, einem blitzgleichenden Licht nicht auszuhalten. Und das wird in dem folgenden Gedicht ausgedrückt. Tell all the truth, but tell it slant. Success in circuit lies. Too bright for our infirm delight, the truth's superb surprise. As lightning to the children eased with explanation kind, the truth must dazzle gradually, or every man be blind. Dieser nur indirekt mögliche Zugang zur Wahrheit gilt auch für unser Verhältnis zur Natur, das Dickinson durchgängig beschäftigt und das sie in folgendem Gedicht zu definieren versucht. Nature is what we see, the hill, the afternoon, squirrel, eclipse, the bumblebee. Nay, nature is heaven. Nature is what we hear, the bobolink, the sea, thunder, the cricket. Nay, nature is harmony. Nature is what we know, yet have no art to say. So impotent our wisdom is to her simplicity. Die Übersetzung haben Sie rechts auf der Folie, die muss ich jetzt nicht nochmal lesen. Indem die Natur in Anführungszeichen steht, sitzt das Gedicht bereits am Anfang eine Distanz, einen zitathaft sekundären Status der sprachlichen Bezeichnung an, gegenüber dem, was sie bezeichnen soll. Entsprechend besteht es denn auch aus verschiedenen Annäherungsversuchen an das, was Natur sei, die dann jeweils wieder dementiert werden, bis es am Schluss zu einer Art Conclusio kommt, die die Unzulänglichkeit des menschlichen Wissensanspruchs gegenüber einer diesem Anspruch immer schon vorgängigen Natur noch einmal herausstellt. Das Gedicht gliedert sich in drei Teile von je 3, 4 und 5 Zeilen, folgt also einer sich steigernden Dynamik von Behauptung und Negation, deren Stufen jeweils durch die Anfangssilbe Nay markiert werden. Im ersten Teil geht es um die Natur als Bereich des Sichtbaren. Nature is what we see. Wobei Großes und Kleines, the hill, the bumblebee, Alltägliches und Außergewöhnliches, afternoon, eclipse, völlig heterogen in einer Art Assemblage von Signifikanten zusammengebracht werden. Im zweiten Teil, Nay, Nature is Heaven, geht es um den Bereich des Hörbaren, der zugleich mit dem Himmlischen assoziiert wird und der wiederum das Kleine, den Gesang des Vogels, das Zirpen der Grille, mit dem Großen, dem Meer und dem Donner aneinanderreiht. Im dritten Teil, Nay, Nature is Harmony, schließlich geht es um unser Wissen der Natur, das einerseits vorausgesetzt, andererseits nicht adäquat in Sprache übersetzbar ist. Um ein vorsprachliches Naturwissen, das nur ex negativo in der Form der gescheiterten Annäherung künstlerisch angemessen artikulierbar ist. Diese Unzulänglichkeit wird selbst ironisch in den Anfängen der drei Teile deutlich, in denen Nature assonantisch auf ihre erste Silbe verkürzt wird, also auf die Verneinung Nay. Und zugleich durch die Wiederholung dieser Silbe ein Effekt des Stockens, ja des Stammelns entsteht, der die Erkenntnis yet have no art to say formal umsetzt. Indem das Gedicht so sein eigenes Scheitern in seine Form einschreibt, wird es paradoxerweise erst seiner ästhetischen Aufgabe gerecht. Das Kleine und das Große hängen in der Natur untrennbar miteinander zusammen. Die Wahrnehmung des Kleinen ist der Weg zum Verständnis größerer Zusammenhänge im Sinn des Diktums von Ralph Waldo Emerson, des transzendentalistischen Zeitgenossen. The near explains the far. The drop is a small ocean. Das Nahe erklärt das Ferne, der Tropfen ist ein kleiner Ozean. Bei Dickinson sind das etwa eine Blüte und eine Biene, die die minimalistische Version einer ganzen Prärie darstellen. To make a prairie, it takes a clover and one bee. One clover and a bee. And reverie.
The reverie alone will do if bees are few. Die Flora und Fauna ihrer unmittelbaren Umgebung dienen Dickinson als Zugang zu den Formen und Verwandlungen des Lebens, in die der Mensch einbezogen ist. Das Herbarium wurde bereits erwähnt, von dem Sie hier ein paar weitere Seiten sehen, auf denen sie akribisch die Blüten, Blätter und Pflanzen ihrer Umwelt sammelte und die den Ausgangspunkt auch vieler Gedichte bildeten. Diese poetischen Biotope Dickinsons sind nicht nur bevölkert von Blumen und Pflanzen aller Art, sondern von Vögeln, Würmern, Insekten, Fledermäusen und Schlangen, die Ausprägungen eines alles verbindenden Lebenszusammenhangs sind. Ein Gedicht, das ich daraufhin ein wenig näher betrachten möchte, ist ein berühmtes Gedicht Nummer 986. A narrow fellow in the grass occasionally writes. You may have met him. Did you not? His notice sudden is. The grass divides with a comb. A spotted shaft is seen. And then it closes at your feet and opens further on. He likes a boggy acre, a floor too cool for corn. Yet when a boy and barefoot, I more than once at noon have passed, I thought, a whiplash unbraiding in the sun. When stopping to secure it, it wrinkled and was gone. Several of nature's people I know, and they know me. I feel for them a transport of cordiality, but never met this fellow attended or alone without a tighter breathing and zero at the bone. Das Gedicht lebt von der Fremdheit des Vertrauten. Ein Fellow ist jemand, mit dem wir einen vertrauten Code und eine gemeinsame Lebenswelt teilen. Und doch ist dieser besondere Geselle charakterisiert durch einen Moment des radikal anderen, des unberechenbaren und unvorhersehbaren, das gewohnte Gefühls-, Verhaltens- und Wahrnehmungsmuster in Frage stellt. Es geht, wie erst beim Lesen allmählich klar wird, um die Begegnung eines Jungen mit einer Schlange. Das Gras und das sumpfige Gelände, kühl und ungeeignet für menschliche Kultivierung, werden erwähnt als Habitat dieser Kreatur, deren ebenso faszinierende wie paralysierende Wirkung noch in der Erinnerung des erwachsenen Sprechers oder der Sprecherin fortwirkt. Das Urprinzip des Ästhetischen, nämlich die Verfremdung des Vertrauten, wirkt in dem Gedicht mit einem existenziellen Lebenswissen zusammen, das die Beziehung des Menschen zur nichtmenschlichen Welt des Lebens zum Tod umfasst. Die Schlange ist einer der am häufigsten wiederkehrenden Archetypen der menschlichen Imagination, der in westlichen wie nicht-westlichen Literaturen seit jeher als machtvolles Bild gefahrvoller Vitalität und tieferen Wissens fungiert. Wie unter anderem der Evolutionsbiologe Edward Wilson sein Buch Biophilia dargelegt hat. Über diese archetypisch transhistorische Ebene hinaus hat die Schlange zudem besondere Bedeutung im Kontext der amerikanischen Kultur. Auf dieser Ebene repräsentiert sie einen Gegenpol zur pastoralen Deutung Amerikas als neuem Garten Eden, einem kolonialen Projekt, in dem die Präsenz des anderen und unverfügbar Fremden immer schon als unterschwellige Gegenkraft in seiner Vorstellung von Ordnung und Kontrolle der menschlichen und nichtmenschlichen Welt impliziert war. Das Bild der Whiplash, der Peitschenschnur, in dem der Junge zuerst die Schlange wahrnimmt, ist ein Signifikant dieses kulturellen Willens zur Macht und der Kontrolle über eine vermeintlich passive und buchstäblich greifbare Welt, die aber bei dem Versuch to secure it, also sie konkret zu ergreifen und zu begreifen, sich als etwas Aktives und Ungreifbares herausstellt. It wrinkled and was gone. Die Peitsche als Bild von Herr-Knecht-Beziehungen, von Dominanz und Domestizierung, gewinnt im Kontext der Sklaverei in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz eigene zusätzliche Bedeutung. Nicht zufällig bricht diese dritte Strophe aus dem regulären Strophenmuster aus, indem sie 8 statt nur 4 Zeilen umfasst und bringt zudem einen weiteren Verfremdungseffekt, in dem auch die Identität des menschlichen Subjekts aus konventionellen Geschlechterrollen ausbricht und sich Dickinsons poetisches Ich als Junge präsentiert. Dieser ständige Prozess der Metamorphose und Wechsel der Sichtweisen wird am Ende zugespitzt. Die konviviale Haltung gegenüber der Natur im Überschwang herzlicher Sympathie in der 4. Strophe findet ihren Kontrapunkt in der paralysierenden Ahnung von Gefahr und Tod. Der Zischlaut S oder S
der mehrfach wiederkehrt und nochmals in Zero at the Bone am Ende auftaucht, führt an diesem Kulminationspunkt die Reihe unerwarteter Veränderungen fort, die in irregulärer Abfolge durch den Text laufen und die Schlange zur bestimmenden Kraft nicht nur des Themas, sondern des ästhetischen Prozesses machen. Wie schon erwähnt, sind einerseits visuelle, andererseits akustische Elemente wichtig in Form und Wirkung von Dickinsons Dichtung. Sie sind als integraler Aspekt ihrer Poetologie zugleich Teil der dichterischen Aussage. In der Dickinson-Kritik hat sich hierzu eine interessante, divergente Diskussion entsponnen. Zum einen wird die visuelle Komponente ihrer Texte hervorgehoben, die durch ihre bewussten optischen Elemente wie Gedankenstriche, Großschreibung, Ellipsen, eigenwillig verteilte Zeichensetzung und eine unverwechselbare Gestalt gewinnen. Gerade auch in ihrer Originalform, entweder in fast kalligraphischer Reinschrift oder in ihrer späteren Phase auf Briefumschlägen, Reklamezetteln, Notizblättern, stenogrammartig und mit Korrekturen quer über die Seite notiert, gewinnen sie eine eigene visuell-ästhetische Qualität, die in dieser Sicht untrennbar mit ihrer materiellen Gestalt verbunden ist. Sie sind in dieser Lesart als singuläre Artefakte zu sehen, die nicht ohne Verlust in die Kommunikationsform der Lautsprache übersetzbar sind. Dieses Argument hat durchaus etwas für sich und die Erforschung der neuerdings in der Houghton Library in Harvard gesammelten Manuskripte in ihrer materiellen Visualität ist ein spannender neuer Zweig der Dickinson-Forschung geworden. Auf der Folie links sehen Sie Martha Werners Faksimile-Edition der späten Briefe und Gedichtfragmente von 1996 und daraus daneben und schwer zu entziffern eines dieser Fragmente, dem ich nur in der Mitte herauslesen kann: Nothing is so resonant with mystery as the one that forgets. Also nichts resoniert so mit Geheimnis wie das, was vergisst, in sich selber wieder kryptisch. Andererseits ist aber auch die Nähe Dickens zur Musik in den letzten Jahren verstärkt herausgearbeitet worden, wie etwa von Karen Lindley Cooley, dem Titel, der hier abgebildet ist. Die Musik wird zur variablen ekphrastischen Präsenz in ihren Texten, die stets auch poetologische Bedeutung gewinnt. Dickinson spielte gut Klavier und gab Konzerte in ihrem Elternhaus, The Homestead. Bezüge zur Musik modulieren auch ihre Gedichte nach Themen, Stimmungen und Effekten. Sie orchestrieren ihre Sprache in wechselnden Klangkonfigurationen. Dabei geht es aber eben nicht um gefällige, eingängige, konsonante Melodien, obwohl diese zitathaft anklingen. Es geht vielmehr um gebrochene, fragmentarische Klänge, die den poetischen Erlebnisraum mit abrupten Wendungen, Digressionen und Dissonanzen zerteilen, sodass sich auch auf dieser Ebene keinerlei konventionelle Muster durchsetzen. Dies zeigt sich etwa im Umgang mit der überlieferten Form des protestantischen Kirchenlieds, mit dem Dickinson seit ihrer kalvinistischen Erziehung aufgewachsen war und das eine wiederkehrende Vorlage ihrer Versform und Metrik darstellt. Viele ihrer Texte sind nach dem Muster des Common Hymn gestaltet, das aber zugleich vielfach variiert und verfremdet, neu kontextualisiert und für die Brüche und Widersprüche des Lebens geöffnet wird. Gerade durch das scheinbar Vertraute der Form wird die extreme Ausgesetztheit der Empfindungen, Stimmungen und Situationen vermittelt, mit denen Dickinson ihre Leserinnen konfrontiert. Sie selbst spricht von Bolts of Melody, die wie elektrische Schläge die Leseerfahrung durchziehen. Das Ausspielen des einen gegenüber dem anderen Medium von visuellen und musikalischen Elementen scheint mithin und auch im Blick auf die Texte selbst nicht unbedingt sehr fruchtbar. Vielmehr bringt gerade, wie etwa Löffelholz in ihrem Buch The Value of Emily Dickinson von 2018 betont, ihr Zusammenwirken eine synästhetische und intermediale Offenheit mit sich, die Gedichte für verschiedene Zugänge von Interarts-Rezeptionen besonders inspirierend machen. Damit komme ich nun zum abschließenden Punkt der Poetologie. Wie gesehen sind reflexive Bezüge auf die eigene Dichtungskonzeption ein durchgängiges Merkmal von Dickinsons Texten. Einige charakteristische Aspekte dieser Dichtungskonzeption sollten deutlich geworden sein. Minimalistische Sprachverdichtung, Paradoxien, Auslassungen, experimentelle Verfremdung des Vertrauten, synästhetische Wahrnehmung, implizite Intermedialität.
Diese poetischen Formen der Selbst- und Wahrheitserkundung bewegen sich im Ton zwischen extremer Empfindsamkeit und teilweise rücksichtslos anmutender Radikalität. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry, sagt sie in einem Brief an Charles Wentworth Higginson. Also wenn ich physisch mich so fühle, als wäre der Kopf, der obere Teil des Kopfs von mir entfernt, dann wüsste ich, dass es Dichtung ist. In dieser Affinität zum Grotesken und der radikalen Suche nach einer hinter dem sichtbar Äußeren verborgenen Wahrheit scheint sie Kafka vorwegzunehmen, der in durchaus vergleichbarer Weise in einem Brief an Oscar Pollack schrieb, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Split the Lark, das ist das Gedicht rechts oben, and you will find the music. Bulb after bulb in silver rolled, scantily dealt to the summer morning. Save for your ear when lutes be old. Loose the flood, you shall find it patent. Gush after gush, reserved for you. Scarlet experiment, skeptic Thomas. Now do you doubt that your bird was true? Spalte du Lerche, du findest die Töne. Knolle um Knolle, silbern geballt. Sparsam verteilt an die Sommermorgen, bewahrt für dein Ohr, wenn die Laute verhallt. Löse die Flut, klaffend siehst du sie liegen. Schwall um Schwall, nur für dich reserviert. Purpurne Probe, ungläubiger Thomas. Der Vogel war echt, ist dein Zweifel kuriert? Dickens redet aber, wie gerade auch dieses Gedicht zeigt, eben keinem des illusionierten klinischen Realismus das Wort, wie in der abgebildeten Illustration aus einem zeitgenössischen Anatomiebuch nahegelegt, das eine Kritikerin dann zum Vergleich mit Dickens' Gedichten verwendet. In ihrem durchaus lebendigen Austausch mit der Wissenschaft der Zeit affirmiert sie dennoch immer wieder die Kraft der Imagination, die dem Rätsel des Lebens auf andere Weise näher kommt als der skeptisch-analytische Verstand. Dies äußert sich in Gedichten wie dem auf der Folie unmittelbar darunter stehenden Nummer 613, in dem sie die Poesie als ihr ureigenes Genre gegenüber dem Druck der Realitätszwänge beschreibt, denen sie sich in Form normativer Prosa ausgesetzt sieht. They shut me up in prose, as when a little girl they put me up in the closet, because they liked me still. Still could themselves have peeped and seen my brain go round. They might as well have lodged a bird for treason in the pound. Himself has but to will and easy as a star look down upon captivity and laugh. No more have I. Sie schlossen mich in Prosa ein, wie sie als kleines Kind mich in den Wandschrank sperrten, denn sie wollten mich still. Still, ein Blick in mein Wirbelhirn hätte sie schnell belehrt. Grad so schlau setzt man einen Vogel für Hochverrat in den Pferd. Er selbst braucht nur zu wollen und einfach wie ein Stern auf den Kerker herabzusehen und lachen. Ich mach's wie er. Die Sprecherin fühlt sich eingesperrt wie ein Kind oder ein Vogel und befreit sich doch lachend in ihrer Imagination aus ihrem scheinbar unentrinnbaren Gefängnis. Ähnliches gilt für das viel zitierte folgende Gedicht, in dem die Lyrik als Form poetischen Möglichkeitsdenkens gefeiert wird und das ich hier nur anzitiere. Das haben Sie links unten. I dwell in possibility, a fairer house than prose, more numerous of windows, superior for doors. Ich wohne in der Möglichkeit, ein schöneres Haus als Prosa, weit zahlreicher an Fenstern, unerreichbar an Türen. In diesem Möglichkeitsmodus spielt Dickinson immer wieder mit der Sprache der Imagination, der eigenen Identität. I am nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there is a pair of us. Don't tell, they'll advertise, you know. Dickinson inszeniert die poetische Überschreitung des Realen als Form von Möglichkeitsdenken und radikaler Wahrheitssuche, die niemals zu einem definitiven Ende führt. Sie ist ein Beispielfall par excellence für jene Negative Capability, die der von ihr bewunderte englische Dichter John Keats als die wesentliche Eigenschaft großer Literatur betrachtete, nämlich die Fähigkeit, to remain in doubts, mysteries,
uncertainties, without any irritating reaching after fact and reason. Ein Exzess des Imaginativen bei aller Genauigkeit der Beobachtung und Analyse, der eine Quelle und Herausforderung für immer neue Rezeptionen darstellt. Vielen Dank.